Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers vom Mars und zu einem weiteren Flug Simulator Video. Ja, ich bin heute allein unterwegs, denn ich will euch eine Software vorstellen, die am Anfang erstmal alleine besser klappt. Später holen wir den Simon dazu, also in einem anderen Video. Grüße gehen raus natürlich. Wir werden uns heute Neofly genauer angucken. Es ist so ein leichter Kampagnenmodus, der auf Microsoft Flug Simulator aufsetzt. Und ich zeige euch heute, was man alles beachten muss, was ich schon an Erfahrung gesammelt habe. Und wir machen natürlich eine kleine Mission. Los geht's. Als erstes, wenn ihr Neofly startet, müsst ihr einmal ein Callsign eingeben. Ich habe mir überlegt, wir machen eine Mars Airline daraus und nennen sie natürlich auch Mars Airline. Dann als nächstes müsst ihr den ICA-Code eingeben, wo ihr ja stationiert sein wollt. Und wir haben uns schon im Vorfeld Gedanken gemacht, wir wollen in Innsbruck stationiert sein. Also, ihr seht im Hintergrund, LOWI. Dann habt ihr am Anfang die Auswahl zwischen drei verschiedenen Flugzeugen. Ihr könnt später noch Flugzeuge mieten oder auch kaufen. Dafür braucht ihr aber erstmal natürlich genug Geld. Ja, und hier wählt man dann aus, welches Flugzeug man nutzen möchte. Im Flugsimulator sollte man natürlich dann auch dasselbe Flugzeug auswählen. Ja, und dann gehe ich auf Add Pilot. So, Pilot wurde hinzugefügt. Wir haben hier unten die Mars Airline und ich kann jetzt sagen, starten. So, jetzt sind wir auch schon im Neofly Kampagnenmodus drin, so nenne ich es jetzt einfach mal. Man sieht hier oben, wir haben 10.000 Euro tatsächlich. Ne, da vorne ist ein Dollarzeichen, da hinten sind Euro. I don't know, ich sag mal 10.000 Euro. Startkapital und hier unten haben wir einen Plan, welche Missionen wir ausführen können. Wichtige Filter sind hier die ersten beiden Haken. Das ist einmal euer Rang, den ihr erspielen müsst. Da könnt ihr einmal den Haken setzen, habe ich jetzt schon gemacht. Zu welchem Rang welche Missionen gehören. Ihr seht, wenn ich den rausnehme, sieht man hier auf der Karte, da kommen viel, viel mehr Missionen hinzu. Aber die dürfen wir noch nicht machen. Ja, und wenn man den Haken bei dem Flugzeug macht, ist es natürlich das passende Flugzeug. Und jetzt stehen hier uns jede Menge Missionen zur Verfügung. Darunter einmal mit so einem Banner über zwei Punkte zu fliegen. Hier natürlich so ein ganz normales Passagier von einem Flughafen zum anderen. Dann eine Cargo-Mission, also ein Paket meinetwegen von unserem Startflughafen. Ihr müsst immer dran denken, wir sind gerade in LOWI in Innsbruck und alles machen wir von hier aus. Man kann natürlich hier oben noch nach anderen Flughafen suchen. Ich suche jetzt mal Frankfurt. Oh, da fehlt noch ein D. Und dann sehen wir haben auch Missionen in Frankfurt. Da sind wir aber aktuell nicht. Man könnte hier unten den Piloten, also uns selber, nach Frankfurt hin transferieren. Das kostet allerdings Geld. Oder wir fliegen natürlich selber dorthin, wenn wir von dort aus eine Mission machen wollen. Aber wir gehen erstmal wieder zurück. Wir sind ja gerade in Innsbruck. Ja, und jetzt suchen wir uns mal was Schönes aus. Ich würde sagen, wir machen klassisch einfach mal einen Flug mit zwei Passagieren von Innsbruck nach EDGD. Der hat eine Distanz von ca. 33 nautischen Meilen und wir verdienen dabei 3221. Ja, jetzt steht hier wieder Dollar, Euro, Dollar, ist auch egal. Hier sieht man noch, an welchem Tag es stattfindet. Und um das zu starten, drücken wir einfach mal einen Rechtsklick drauf und dann auf Fly. Und dann kommt das in unseren Missionenplan. Ja, und jetzt können wir auch schon die Mission quasi starten. Einfach Connect and Fly drücken. Unser Flugzeug wird erkannt. Wir haben zwei Passagiere an Bord. Wir sind noch nicht am Flughafen und der Motor ist natürlich noch nicht angeschaltet, weil wir noch in der Planung sind. Und Payload, das ist jetzt noch interessant. Wir müssen natürlich dem Spiel mitgeben, wie viel Payload wir haben. Und gerade sagt er, mit der Standardkonfiguration fehlen 168 Kilogramm. Also zwei Personen müssen wir noch beladen. Dafür gehen wir natürlich einmal hier in Gewichte und ja, Pilot und Co-Pilot sind schon quasi geplant. 168 ist ja rein theoretisch nur eine Person. Ja, da sind halt zwei Kinder, Frauen, leichte Menschen. Machen wir einfach mal 90 und 90, einfach halb so schwer. Genau, und dann können wir auch schon Richtung Flughafen gehen. Ich will natürlich hier eine Startbahn aus, Startposition. Hello, wir starten. Pilot. Your passengers are waiting for you. Let me know when we can send them. Und die gute Dame spricht schon mit uns. Ja, wir sind noch nicht
auf dem Flughafen, aber es wird schon gebordet. Ihr hört, der Sound kommt von der Software. Es wird so simuliert, dass die Leute quasi einsteigen. Finde ich ganz lustig, ist ganz cool gemacht. All unsere Punkte sind jetzt mittlerweile auch grün und wir müssen nur noch warten bis Boarding complete und dann können wir auch schon zu unserem Zielflughafen fliegen. Transporter, Boarding is complete. You can start your flight. Alles klar. Kurze Information noch. Hier, ihr seht, wir haben hier Invalid Credential Sign Up for Developer Account. Das sind Informationen, die ihr, wenn ihr die Fehlermeldung auch bekommt, in der Anleitung findet. Ihr müsst dafür euren Bing-Key bzw. erstmal einen Bing-Key erzeugen und den hier eingeben. Mache ich mal eben und dann haben wir diese Fehlermeldung auch nicht mehr. 12 Sekunden später. So, Fehlermeldung ist weg, wie ihr sehen könnt, oder Hinweis. Und wir können endlich starten. Und ja, das mache ich jetzt natürlich auch. Wunderschön hier der Flughafen in Innsbruck. Einfach oh, schön. Ihr seht ja auch gar nichts. Sagt doch was. So, dann starten wir mal. Damit unsere beiden Passagiere natürlich auch ans Ziel kommen. Good flight, sagt sie mir noch. Das werden wir haben. So, ich versuche euch nochmal die Karte nebenher anzuzeigen, wie wir fliegen müssen. Haben den Flughafen verlassen, deswegen haben wir hier eine rote Anzeige und wir haben die Parkbremse natürlich draußen. Das ist auch so ein Hinweis. Den braucht man für andere Missionen, zum Beispiel für Parachute, also Fallschirmspringer. Da kann man Signal geben über die Parkbremsenfunktion, deswegen steht das hier auch so drin. Wie schon gesagt, es gibt diverse andere Missionen. Schaut da gerne mal auf der Webseite, was es alles gibt. Ich bin gespannt, was man so zu zweit gut machen kann. Wir haben zum Beispiel Sachen, wo wir Gefahrentransporte transportieren. Da geht es dann, beziehungsweise kommt es dann darauf an, dass man eine sehr, sehr gute Landung macht, weil sonst ja das Gefahrengut kaputt geht. Ich denke, das werde ich mir mit dem Simon mal anschauen. Gerade schon erzählt, Fallschirmspringer abliefern, habe ich schon ein paar Mal gemacht, funktioniert ehrlich gesagt nicht so gut. Da muss man auf eine bestimmte Höhe kommen und über einen bestimmten Punkt fliegen mit einer bestimmten Geschwindigkeit und irgendwie macht da die Software irgendwie nie so richtig das, was es soll. Vielleicht habt ihr da Erfahrung, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ich da vielleicht auch irgendwas falsch mache. Wir könnten nochmal in der Software den Haken setzen. Center Plane. Dann verfolgt er mich auch immer auf der Karte. Das ist doch wunderbar, oder? Die Software bietet einfach einen kleinen Karrieremodus. Ich finde es ganz geil. Wir hatten auch schon mal einen Kommentar, der geschrieben hat, Flight Simulator, da fehlt mir so ein bisschen die Karriereoption, dass man mal von A nach B fliegt und irgendwas erreichen kann. Und genau da setzt dieses Neofly an, um diese Karriere zu bieten und dass man einen leichten Anreiz hat. Man kann sich neue Flugzeuge kaufen. Wir lassen eben ausreden. Kann sich neue Flugzeuge kaufen. Danke. Roger that. Der Funk ist jetzt vorbei. Und was ich sagen wollte ist, ja, man kann sich während der Zeit neue Flugzeuge kaufen. Man kann sich eine Crew zusammenstellen, die für einen Mission macht. Also man kann auch ein bisschen das Management übernehmen. Ja, ich würde jetzt hier mal die Strecke abfliegen. Wir werden gleich noch eine schöne Landung hinlegen und dann nochmal gucken, was die gute Dame uns sagt und ob wir auch wirklich die Dollars, Euros verdient haben und ob wir damit schon irgendwas erreichen können. Vielleicht schon irgendwie neue Mission oder einen Rang aufsteigen. Bleibt gespannt. Ich flieg mal ein gutes Stück. Beziehungsweise der Autopilot fliegt für mich. In der Zeit können wir uns ja natürlich nochmal Neofly ein bisschen genauer anschauen. Also, erster Reiter, wir können unsere Mission planen. Hier unten haben wir im Aircraft Market. Kosten absolut noch nicht da, wo ich irgendwie bin. Was ist denn das günstigste Flugzeug hier? 86.000 Savage Shock Ultra, okay. Ja, gut. Kann ich noch nicht mithalten, ne? Market. Da kann man, glaube ich, wenn man einen Cargo-Transport macht, so Sachen zukaufen. Irgendwie war da Lebensmittel oder so. Ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden.
Flying, ja, das sind unsere Informationen, die man immer offen haben sollte, während man fliegt. Stuff, wie gerade schon erwähnt, hier ist eine Übersicht, wie wir gerade uns angestellt haben. Achievements kann man sehen, was wir erreicht haben. Ja, und hier gibt es die verschiedenen Ränge, sehr, sehr cool gemacht. Und wie gesagt, man kann hier eine Crew aufbauen und die Leute engagieren, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Hire Pilot. Und dann haben wir natürlich unseren Hangar. Da ist momentan nur ein Flugzeug drin, die gute Skyhawk G1000. Man muss sie natürlich wieder auftanken, kostet auch Geld. Moment, ich muss mal gerade gucken, dass wir hier nicht gegen den Berg fliegen. Autopilot einmal raus, bitte. Keine gute Flughöhe für Innsbruck und Umgebung. Oh Gott, schaffen wir es überhaupt über den Berg? Ja gut. Ich würde sagen, wir schaffen es nicht über den Berg, also müssen wir drumherum fliegen. Auch nicht schlimm. Wenigstens sehen die Leute nochmal was hier in der Zeit. Also die Passagiere. Und ihr natürlich auch. Ganz schön stürmisch hier draußen. Auch sehr diesig. Na, da hinten, da kommen wir doch durch. Wir hätten es bestimmt auch so geschafft, aber ich wollte jetzt auch nicht ans Limit gehen und die Mission gefährden. Man muss das Ganze ja realistisch sehen. Und das ist auch ein schöner Punkt, wo man drauf ansetzen kann mit dieser Software. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die realistisch fliegen. Und vielleicht ist das ein Anreiz für euch, dann auch Erfolge zu bekommen durch diese Software. Vor mir zwar Wolken, aber durch meine Instrumente sehe ich, dass hier auch noch Berge sind. Also ruhig nochmal an Höhe gewinnen. Komm, kleine Maschine. Jetzt nicht schlapp machen. Ja, wir sind natürlich auch schwer beladen, ne? Mit zwei leichten Damen hinten drin. Wahrscheinlich. Und dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir wieder auf Kurs sind. Naja, das sieht doch wunderbar aus. Gar kein Problem. Festhalten da hinten. Wir müssen es irgendwie gut verkaufen. Nicht, dass das gerade ein großes Sicherheitsproblem ist, so nah über einen Berg zu fliegen. Bitte die Anzeigen. Oh, wir haben es geschafft. Ja, gar kein Problem. Gar kein Problem. Nee, so machen wir das hier immer. Bei der Mars Airline. Willkommen. Hier ist Fliegen noch nervenaufreibend. Oh Gott, wir sind gar nicht mehr auf Kurs. So, ihr seht auf der Karte schon das Ausrufezeichen. Da haben wir leider einen Bonus verloren, weil diese Fehlermeldung kam, beziehungsweise eine Warnung kam. Ist ja keine Fehlermeldung, ist ja eine Warnung gewesen. Ja, und das mögen die Leute natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob wir dann gleich weniger Geld kriegen oder weniger Erfahrungspunkte. Naja, sollen die sich mal nicht so anstellen, ne? Wir haben einen weiteren Komfortbonus verloren, weil ich zu sehr reingepitcht habe. Und zu steil war. Ups. Ja, Leute. Ne? Wir sind doch auch alles Anfänger. Naja, wir sind wieder auf Kurs, wie ihr sehen könnt. Also so circa. Wir werden. Wo müssen wir hin? Ah, ja, komm. Center Plane. Richtung Füssen. Ja, wunderbar. Da wird ein kleiner Flughafen sein. Sehr geil. Da war ich ja noch vor kurzem im Urlaub. Mann, das passt doch wieder, als ob ich das geplant hätte. Wie geht's in den Herrschaften da hinten? Ja, das ist auch noch ein bisschen schade, ne? Dass es hier keine animierten Piloten, Co-Piloten und Passagiere gibt. Wenn ihr da mehr Informationen habt, wie man die einschalten kann, also sichtbar machen kann, in manchen Mods gibt es das. Entweder in Discord packen oder in die Kommentare hier unten rein. Würde mich sehr, sehr interessieren. Fände ich geil und fehlt mir so ein bisschen. So, wir machen mal wieder den Autopiloten raus und gehen nochmal mehr auf Kurs. Ja, und schon mal ein bisschen tiefer. Wir sind verdammt hoch für eine Cessna, würde ich jetzt mal so aus dem Gefühl sagen. Obwohl, geht eigentlich, ne? Ist doch super hier. Hauptsache, wir kommen hier über den Berg. Wir müssten den Flughafen schon sehen. Ich denke, das ist der hier. Festspielhaus Füssen? Nee, das ist eine Sehenswürdigkeit, mein Freund. Segelflugplatz Füssen. Da wollen wir doch hin, oder? Soweit ich weiß, ist das nur eine Graspiste. Und ja, wir nehmen mal ein bisschen Anlauf hier übers Wasser, denn ich glaube, die Landebahn ist von der Wasserseite. Ist doch der Flughafen, ne? Wollen sie denn hier am Segelflughafen? Da ist er das nicht. Moment, das ist er ja gar nicht.
Jetzt können wir uns natürlich noch unsere Karte anmachen, aber nicht abstürzen vorher. Da ist er doch. Oh, da habe ich mich aber ein bisschen vertan. Entschuldigung. Unter mir? Okay. Also, ein bisschen vertan, aber ich wusste, dass das eine Graspiste ist. Es ist ein Flughafen, der einfach irgendwie nicht so als Punkt angezeigt wird. Aber ich wusste es. Es ist dieser Flughafen, denn hier sind wir schon mal im Livestream gelandet. Mit ganz vielen DCs. Und es war sehr, sehr geil. Naja, dann weiß ich, wo wir hin müssen. Vorsicht, hier sind ein paar Stromäste. Ist nämlich diese schöne braune Piste hier vor uns. Mal die Flaps rein. Motor ist schon aus. Es wird eine Zuckerlandung. Ich glaube, das ist die... Transporter. Almost done. Go to the parking. Also Zuckerlandung, sag ich mal so. War okay, ne? War okay. Also ich hoffe, wir mussten hier auf dieser Grasfläche landen. Sieht sehr huckelig aus. Ist auch einfach ein Segelflugplatz. Und nein, ich merke gerade, wir hätten hier weiter links landen müssen. Naja. Dann vielleicht da auch nochmal besser ausschreiben, ne? Also markieren. So Lichter. So, wir machen nochmal einen Taxi-Drive. In die Grasnarbe. Leider habe ich keine Bremsen. Aber wir sollten hier uns abstellen. Denn die Leute wollen direkt hier, da hat ihr Taxi geparkt, da wollen die nämlich direkt hin. Ja, Grüße, ne, Leute, tschüss. Ihr hört, wie sie aussteigen. Nein, ich... Was? Ich sag mal so, Alter. Of course, my lady. Ich sag mal so, es hätte schlechter sein können, wie immer, ne? So, und wir sehen, Mission zu Ende. Wir sind auf 13.061 Euro gelandet. Mal gucken, hier Finanzen. Outgoing, Airport Fees, also Airport Kosten Fees. Weiß ich jetzt nicht, was es heißt. Incoming 3.200, da muss man direkt die 160 von abziehen. Wunderbar. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick in diese Software Neofly bekommen. Ist natürlich unten alles verlinkt. Man muss ein bisschen was installieren und ein paar Mods in den Community-Ordner packen. Easy peasy. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich finde die Option, dass man Karrieremodus starten kann, sehr, sehr, sehr cool. Besonders mit diesen Soundangaben und was es für Missionen noch gibt, finde ich auch sehr cool und geil überlegt. Ja, Leute, dann lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, freut euch auf ein Video zusammen mit dem Simon. Ich bin sehr gespannt, ob ich ihn nicht direkt wieder vorher danach. Nein, es ist ja unsere Airline, die Mars Airline. Tschüss.